Talasanchalasana ist die sich wiegende Palme, eine wunderschöne Übung für zwischendurch. Annika zeigt zwei Variationen. Bei der ersten hältst du die Füße etwa hüftbreit auseinander, Füße parallel. Dann einatmen, hebe die Arme hoch und falte die Hände. Ausatmen, geht nach rechts. Und einatmen wieder zur Mitte und ausatmen nach links. Einatmen zur Mitte und mache dies ein paar Mal. Annika wird es ein paar Mal auch machen. Diese Übung hilft, die seitliche Flexibilität zu entwickeln. Sie entwickelt auch die Flexibilität im Rücken, insbesondere die Zwischenwirbelgelenke, und beugt Verspannungen vor. Wenn du das so 6 bis 8 Mal gemacht hast, dann senke die Arme und bleibe ein paar Atemzüge lang ruhig stehen und spüre so die Lebendigkeit in den Händen, in den Armen und vielleicht auch in den Seiten des Rumpfes. Eine etwas herausforderndere Variation ist Talasanchalanasana auf Zehenspitzen. Hebe die Fersen hoch und dabei werden auch die Waden und die Beinmuskeln etwas herausgefordert. Und jetzt hebe die Arme hoch und falte sie. Und dann beim Ausatmen gehe wie vorher nach rechts und beim Einatmen zur Mitte und beim Ausatmen nach links. Und wenn du noch eine größere Herausforderung suchst, dann schließe dabei die Augen. Und dann wirst du feststellen, jetzt ist es auch vom Gleichgewicht eine größere Herausforderung. Und wenn du noch eine größere Herausforderung suchst, dann kannst du dabei auch die Zehen zusammengeben oder sogar die einbeinige Palme machen. Aber das ist Thema anderer Videos oder auch deiner eigenen Praxis. Probiere es aus und schreib in die Kommentare, wie dir diese Übung gefällt. Danke.